Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Medal of Honor Infiltrator. Ich glaube, zur Serie Medal of Honor muss man nicht allzu viel sagen, die kennt man. Und tatsächlich gab es auch zwei Spiele für den Game Boy Advance. Das hier ist das gute Spiel und dann gab es wohl wirklich noch einen First-Person-Shooter namens Medal of Honor Underground und der war wohl nicht so gut. Hier wird es richtig zur Sache gehen, viel Geballere, aber es soll wohl auch Stealth-Missionen geben. Angaben zwischen 5 Missionen und 15 Missionen. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie viele Missionen jetzt letztendlich in dem Spiel drin sind. Soll uns auch egal sein. Wir zocken einfach mal drauf los und gucken dann, wie weit wir kommen. Das Spiel ist komplett in Deutsch. Das ist schon mal einiges wert. Und ich würde sagen, wir starten in die Kampagne hinein. Starten wir ein neues Spiel. Und ich muss dazu sagen, nachdem er hier speichert, wir werden mit Cheats spielen. Mission 1, Tiger an den Toren. Französisch-Marokko, Afrika, 8. November 1942. Die US-Streitkräfte unter General Patton haben Befehl, an der Küste von Französisch-Marokko zu landen. Die französischen Afrikatruppen unterstehen dem Befehl der Vichy-Regierung, die mit den Deutschen kollaboriert. Pattons Männer werden im Norden bei Port ein Flugfeld der Achsenmächte erobern, nachdem Murphys Infanterie-Division einen Brückenkopf errichtet hat. Bei Port, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, man muss die Namen nicht aussprechen können, man muss sie nur erobern und beschützen können. Ja, wir landen an, am Marokko, in Marokko, auf Marokko und werden dann gleich direkt losballern. Wir sind alleine unterwegs, also nicht in Begleitung anderer Soldaten und müssen uns afrikanischen Truppen erwehren und deutschen Truppen und hast nicht gesehen. Mission 1, Level 1, der Brückenkopf. Zuhören, Soldat, stoßen Sie nach Norden vor und ebnen Sie den Alliierten den Weg. Erobern Sie den Leuchtturm und lotsen Sie die USS Dallas zum Fluss. Tipp, bleibe in Bewegung, um nicht bombardiert zu werden. Zerstöre die Tore. Toller Tipp, dem werde ich nachkommen. Nochmal kurz zu den Cheats. Ich habe unendlich Leben eingestellt, denn man startet hier mit 3 Leben und wenn das da vorbei ist, dann ist Ende. Kein Continue, nix. Da habe ich mir noch gedacht, machen wir das mal lieber so und haben dann unendlich Leben, aber keine unendlich Energie. Von daher müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht andauernd getroffen werden. Primärziele, Brückenkopf sichern, Festung sichern, Leuchtturm sichern. Bonusziele, zerstöre die Munition, finde die Dokumente. Und dann machen wir das doch mal. Und da kommen wir auch schon. Wenn ich sehe, wie die Deutschen bombardieren und schießen, wundert es mich gar nicht, dass wir den Krieg verloren haben. Let's go, let's go, let's go! Okay, der hat mal gesessen. Wir können also laufen. Vor den Bomben weglaufen. Wir können schießen. Unser Gewehr nachladen. Und wir können auch so zielen. Und dann etwas langsamer laufen. Dafür schießen wir aber gezielter. Na, läuft es jetzt erstmal. Ja, das läuft schon wieder total super. Vielleicht mal hier. Sehr gut. Nie vergessen nachzuladen. Deswegen gerade war schon wieder meine Munition alle. Das ist nicht die beste Voraussetzung, um einen Krieg zu gewinnen. Der schmeißt nämlich mit Handgranaten. Das ist nicht so gut. Wow! Schieß doch nicht daneben. Immer mit deinen Handgranaten. Spinnt's ja wohl. So, Brückenkopf errichtet. Hier, das sind Checkpoints. Hier drin kann man die Waffe wechseln zum normalen Wehr- und C4-Sprengstoff. Ich bleibe aber bei unserem Maschinengewehr. Das müsste ein Thompson sein. Hat ja gerade gesagt, wer da? Ach, komm schon. Dann schießen wir halt auf das Fass. Okay, nochmal nachladen. Hier oben ist Munition, das weiß ich. Ein paar Handgranaten aber auch dabei. Mit den Handgranaten muss man immer rechts Zielgesichte sich jetzt nicht hinstellen. Oh. Ja. Sehr schön. Also die sprechen tatsächlich Deutsch, die gegnerischen Soldaten. Ist ja ein Ding. Wieder mein Maschinengewehr bitte. Also bis zum Leuchtturm habe ich schon vorgespielt. Soweit kenne ich das Spiel. Danach weiß ich allerdings nicht weiter. Ha, das habe ich gut gemacht.
Die Häuser kann man teilweise auch reingehen, wenn die Türen offen stehen. So wie hier. Da finden wir eine Munition. Sehr schön. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass man hier nicht unendlich Munition hat. Da seht ihr, dass wir eine ziemliche Streuung haben im Gewehr, die wir dann natürlich nicht haben, wenn wir so wie jetzt zielen und dann laufen. Da trifft man besser. In der Regel. Ja, was ist hier oben? Na toll. Ein Hinterhalt! Nein, 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 nein! Keine Munition mehr. Hat er mich nicht gesehen? Wie deppert ist der denn? So. Gehen wir hier oben nochmal rein. Volle Gesundheit haben wir. Das war gut. Das war nicht so gut. Die sagen tatsächlich, wer da? Also scheinen es doch deutsche Soldaten zu sein. Gedacht, dass man am Anfang vielleicht erstmal nur auf afrikanische Soldaten trifft, beziehungsweise französische Soldaten, die mit den Deutschen zusammenarbeiten. So, damit haben wir die Bonusdokumente. Ach, Kinders. Das geht nicht gut aus. Ich glaube, Rambo-Stil ist hier nicht das Beste, was man machen kann. Aber den trifft man so schlecht, den Vogel. Ah, jetzt habe ich ihn doch getroffen. Okay, aber kaum noch Energie. Ja, da. Sehr schön. Gesundheit. Hurra. Okay, was mache ich jetzt mit dem Gewehr? Macht Spaß, bringt mich aber nicht weiter. Sollte ich jetzt irgendetwas freitriggern hier? Dokumente haben wir aufgenommen. Ja. Okay, vielleicht muss ich hier den Weg entlang. Scheint so. Okay, das war auch gut. Ich weiß nicht, ob man von den eigenen Kugeln getroffen werden kann. Ist da oben einer? Ja. Da oben war einer. Checkpoint, das ist gut, aber wir behalten wieder unsere Waffe, natürlich. Da seht ihr, dass man da die Handgranaten ganz genau werfen muss. Aber das hat gereicht. Sehr schön. Okay. Wohin? Zum Gewehr. Ah, ihr Schweine! Ihr habt Johnny getötet! Sehr schön. Ne? Gib mir das. Ich will das. Was müssen wir das jetzt noch machen? Den Leuchtturm sichern. Ich guck mich vorher nochmal hier um. Ach, das ist auch ein Checkpoint. Okay. Ja, toll. Das ist noch ein Checkpoint. Okay. Meinetwegen. Oh, das können wir jetzt nehmen. Neues Maschinengewehr. Das schießt nicht mehr ganz so schnell, hat auch nicht so ein großes Magazin. Aber es wird wahrscheinlich mehr Bums machen. Okay, da ist der Leuchtturm. Das sollte machbar sein. Wieder die Munition oder die Medizin nicht aufgenommen.
Weil es ist nicht so fair, dass man die da nicht treffen kann. Unglaublich. Ja, jetzt habe ich dann auch direkt den Hinterhalt getriggert. Das ist nicht so schön. Okay, wie gehe ich denn da am besten vor? Naja, ich weiß, Leuchtturm, schon klar. Die Handgranaten, die sind mir, ehrlich gesagt, treffe ich ja eh nicht mit den Handgranaten. Und die treffen ganz genau. So wird es natürlich gehen. Ja, wissen wir. Also wenn das jetzt der Schwierigkeitsgrad ist, den sie hier an Tage legen, dann weiß ich nicht. Soll's nachladen, wenn ich das sage. Ja, das ist clever. Das ist clever. Eigentlich dürfen die mich ja jetzt nicht hier treffen, oder? Wenn ich die Gegner schon nicht treffen konnte. Hahaha, natürlich, mich können sie treffen, das ist klar. Das war klar. Ja, da sehen wir mal wieder den Leuchtturm. Nur für die Zuschauer, die jetzt noch nicht aufgepasst hatten. Das ist der Leuchtturm, unser Missionsziel. Sehr schön, wenn der Bildschirm nicht mehr zurückscrollt. Habe ich ihn? Nee, natürlich nicht. So, das sollte jetzt klappen. Er kommt. Hallo. Bisschen Moorhuhn-Schießen hier machen. War's das? Hooray! Boah, jetzt mal schön Bengalo am machen. Cool. Dann war das die erste Mission. Level gemeistert, Glückwunsch. Alle Primärziele und Bonusziele erreicht, Medaillen. Gold und Silber, nur Bronze nicht. Dann war das Episode 1 von Medal of Honor Infiltrator. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und dann geht's weiter im Krieg. Bis dann. Bye bye.